Ich sah das viele Blut und sagte mir, wie kann man so viel Blut verlieren und noch am Leben sein? Es strömte aus seinem Kopf und mir war klar, dass ich da nichts mehr tun konnte. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich bleibe noch bei ihm, obwohl es mir unheimlich war. Ich wollte ihn nicht allein lassen. Ich hatte sehr viel Glück. Die Kugel, die Ärzte sprachen von einer Art Dumm-Dumm-Geschoss, traf meinen Brustkorb und zersplitterte darin. Zum Glück trafen die Splitter keine lebenswichtigen Organe und die meisten konnte man herausholen. Aber sie mussten auch einen Teil meiner Lunge entfernen. Erst Jahre später erfuhr ich, dass sich in meinem Herzen ein Stent befindet. Wahrscheinlich war eine Arterie zerfetzt worden. Ich hatte später dann eine Schlüsselbeinverletzung und beim Röntgen sagte man mir, oh, Sie haben ja einen Stent im Herzen. Davon wusste ich bis dahin nichts. Als die Kugel mich getroffen hat, war das wie ein Schlag mit dem Vorschlaghammer. Ich stand zufällig bei dem einzigen Baum in der direkten Schusslinie. Ich bin dann hier herübergesprungen, habe mich hinter den Baum gekniet. In dem Moment, als ich meinen Arm an den Körper heranzog, durchschlug die Kugel mein Handgelenk. Ich blieb hier, zusammengekauert. Die Kugeln peitschten durch das Gras, zischten an mir vorbei bis hin zum Parkplatz, wo die Studenten getötet wurden. Ich merkte, dass ich angeschossen war. Ich blutete stark. Es war wie ein Albtraum. Ich wusste, der Baum hat mir das Leben gerettet. 3 feet behind me, as I came out from behind the parked car, was Bill Schroeder. Als ich hinter einem der geparkten Autos hervorkam, lag einen Meter hinter mir Bill Schroeder regungslos auf dem Rücken. Ich konnte an seinem Hals und an seiner Schulter Blut sehen und wusste, dass er tot war. Dann sah ich, wie auf der anderen Seite des Parkplatzes ein paar Studenten versuchten, einer jungen Frau zu helfen. Ich rannte hin und stellte fest, dass es meine Freundin Sandy Scheuer war, die da am Boden lag. Die Kugel hatte sie auf dem Weg zur Vorlesung in die Halsschlagader getroffen. Und dann fiel mir ein, dass ich meinen Bruder Alan zuletzt unmittelbar in der Schusslinie gesehen hatte. Ich rannte über den Parkplatz, sah einen Körper in einer riesigen Blutlache liegen und glaubte erst, es sei mein Bruder. Als ich dann sah, dass es Jeff Miller war, rief mir ein Freund von hinten zu, Alan und Tom sind auch angeschossen worden. Das Gelände der staatlichen Universität von Kent im US-Bundesstaat Ohio. Der Schauplatz einer Tragödie, die in den USA bis heute heftig diskutiert wird. 1970 wurden hier 4 Studenten erschossen. Alison Krause, Jeffrey Miller, Sandra Scheuer und William Schroeder. Kent ist eine unauffällige Kleinstadt im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Die mehrheitlich konservative Bevölkerung unterstützt damals den Präsidenten Richard Nixon, der bei seiner Wahl 1968 das Ende des Krieges in Vietnam versprochen hatte. Doch 1970 betreibt er die Ausweitung des Krieges auf die Nachbarstaaten Laos und Kambodscha. Und erstmals in der Geschichte kann man allabendlich die Kampfhandlungen der US-Truppen am Fernsehschirm verfolgen. Let us go to the map again.
Am 30. April 1970 wendet sich Nixon an die Nation. Hier ist Südvietnam, hier ist Nordvietnam. Nordvietnam hat bereits dieses Stück von Laos besetzt. Wenn Nordvietnam auch einen Teil oder ganz Kambodscha besetzt, wäre Südvietnam eingekesselt und die amerikanischen und südvietnamesischen Einheiten wären in einer unhaltbaren Position. Ich bitte um Ihre Unterstützung für unsere tapferen Männer, die heute Abend am anderen Ende der Welt nicht für Geländegewinne oder Ruhm kämpfen, sondern dafür, dass ihre jüngeren Brüder und unser aller Söhne in einer Welt des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit aufwachsen können. Danke und gute Nacht. Vor einer Stunde hat Präsident Richard Nixon die schwerste und womöglich die folgenschwerste Entscheidung seiner Amtszeit getroffen. Heute Nacht werden auf dem Kapitol die Parlamentarier der beiden großen Parteien Amerikas darüber diskutieren, ob der Präsident im Begriff ist, den Amerikanern in Kambodscha die Bürde eines neuen Krieges aufzulasten oder ob seine Unterstützung der Südvietnamesen in Kambodscha wirklich eine begrenzte Maßnahme zur Beendigung des Vietnamkonflikts ist. Das allerdings glauben nur wenige Senatoren und Abgeordnete. Viele von ihnen sind im Gegenteil davon überzeugt, dass die Offensive in Kambodscha, die Offensive der Südvietnamesen, in Wahrheit von den amerikanischen Militärs gewollt worden ist. Die Demonstrationen der Studenten begründeten sich ja dadurch, dass sie eine Ausweitung des Krieges nicht nur fürchteten, sondern konstatierten, weil Nixon, beraten von Henry Kissinger, dem großen Henry Kissinger, gesagt haben, entschieden haben, dass man nun auch nach Kambodscha einmarschiert, weil sie von ihren uneinsichtigen Militärs gesagt bekamen, wir können den Krieg nur gewinnen, wenn wir expandieren, also Kambodscha einbeziehen. Dann wurde ja auch gebombt. Während des Vietnamkrieges gilt in den USA die allgemeine Wehrpflicht. Die Frontsoldaten sind im Durchschnitt 19 Jahre alt. Anfang 1970 befinden sich fast eine halbe Million GIs in Südostasien. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support and defend. That I will support and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. Alan Canfora war 1970 Student an der Universität von Kent und aktiv gegen den Krieg in Vietnam. Dort war einer seiner besten Freunde umgekommen, nur wenige Wochen vor den Zusammenstößen auf dem Universitätsgelände. At this bell. An dieser sogenannten Siegesglocke gab es immer wieder Kundgebungen gegen den Krieg. An diesem Wochenende zwischen dem 1. und 4. Mai 1970 versammelten sich die Studenten hier, um eine Kopie der amerikanischen Verfassung zu beerdigen. Es wurde erklärt, dass Präsident Nixon die Verfassung missachtet hatte, als er ohne Zustimmung durch den Kongress nach Kambodscha einmarschiert war. Es war eine symbolische Demonstration.
Die Kundgebungen an der Universität von Kent unterscheiden sich zunächst nicht von vorausgegangenen friedlichen Demonstrationen im Land. Mit zunehmender Dauer des Krieges wächst der Protest in der amerikanischen Bevölkerung, insbesondere unter den Studenten. Auch viele Prominente beteiligen sich an den Protesten gegen den Vietnamkrieg. So zum Beispiel die Witwe von Martin Luther King, einem der entschiedensten Kriegsgegner, bevor er im April 1968 in Memphis ermordet wurde. Wir haben gesehen, wie Tausende von Dörfern geplündert wurden. Wir wissen um die Zerstörung von Leben, Glaube und Hoffnung. Und wir haben erkannt, dass die einzige Lösung darin besteht, die Jungs nach Hause zu holen. Und zwar jetzt. Beinahe 200.000 junge Amerikaner haben sich zwischen dem Kapitol und dem Washington-Monument zum Marsch auf das Weiße Haus versammelt. Sie glauben, dass ihre Demonstration Amerika helfen wird, die Sinnlosigkeit dieses Krieges zu verstehen. Sie sind eine Minderheit. Und doch meint man zu spüren, dass sie durch ihr moralisches Engagement das Bewusstsein der Mehrheit bereits stärker verändert haben, als einige der Mächtigen heute noch wahrhaben wollen. Nicht nur gab es seit Jahr und Tag Proteste der politisch urteilsfähigen Studenten. Es beteiligten sich an diesen Protesten ja auch ziemlich viele Hochschullehrer, die ganz sicherlich nicht in dem Verdacht standen, verkappte Kommunisten oder verkappte Freunde der Sowjetunion oder Rotchinas zu sein, nicht? Sondern das waren ganz bürgerliche, aber liberale und ihr Vaterland liebende akademische Lehrer, die sich mit den Studenten solidarisierten. Bei einem Mann wie Richard Nixon spürte das liberale akademische Amerika, dass er für Kritik an der Kriegführung in Vietnam überhaupt nicht empfänglich sei. Nun, ich verstehe, dass es gegen den Krieg in Vietnam Widerstand gab und immer noch gibt, sowohl an den Universitäten als auch in der Bevölkerung insgesamt. Wir rechnen natürlich mit solchen Aktivitäten. Aber ich werde mich unter gar keinen Umständen davon beeinflussen lassen. Freitag, 1. Mai 1970. Nach der friedlichen Aktion tagsüber auf dem Universitätsgelände kommt es am Abend zur Demonstration auf der Hauptstraße von Kent. Dabei gehen einige Schaufensterscheiben zu Bruch. Die Polizei löst die Demonstration gewaltsam auf. 60 Personen werden festgenommen. Am Tag darauf verhängt der Bürgermeister von Kent eine Ausgangssperre. Ich war am Samstag da, als die Nationalgarde kam, mit Panzern, Gewehren und Hubschraubern, als sie auf die Studenten mit Bajonetten einstachen und Tränengas abfeuerten. Eine Art Ausnahmezustand verkündet wurde. Wir konnten das Universitätsgelände nicht mehr verlassen. Die Konfrontation auf dem Campus spitzt sich am Samstag zu. Gegen 9 Uhr abends geht das sogenannte ROTC-Gebäude in Flammen auf. Ein Gebäude der Armee zur Ausbildung von Reserveoffizieren mitten auf dem Campus der Universität. Hier stand 1970 das ROTC-Gebäude. Es war aus Holz, ein Stockwerk hoch, und darin befand sich die gesamte militärische Ausrüstung. Uniformen, hunderte von Gewehren und Pistolen und die Bücherei. Wir wussten das nicht, sondern nur, dass es das Hauptquartier des Militärs auf dem Unigelände war. Am 2. Mai 1970 abends haben wir uns hier mitten auf der Wiese mit 300 Studenten versammelt und sind dann zu den Wohnheimen marschiert und haben kommt mit gerufen. Am Ende sind 2000 Studenten diesen Hügel hinunter zum ROTC-Gebäude gerannt. Obwohl die Polizeiwache der Universität auf der anderen Seite des Hügels lag, war 90 Minuten lang keine Polizei da.
In dieser Zeit warfen Studenten die Scheiben ein, versuchten die Vorhänge anzuzünden, konnten aber das Gebäude nicht in Brand setzen. Ein Student warf einen Molotow-Cocktail, der vom Gebäude abprallte und am Boden brannte. Eisenbahnfackeln wurden geworfen, aber es funktionierte nicht. Es war ein sehr stümperhafter Versuch, das Gebäude anzuzünden. Wir haben dann das Gelände verlassen. Als wir auf die Main Street kommen, rollt die Nationalgarde an. 1200 Soldaten besetzen die Stadt. Wir laufen in einem Bogen zurück hierher. Und da ist das Gebäude schon abgebrannt. Bis heute ist das eine mysteriöse Angelegenheit. Wer hat das Gebäude in Brand gesteckt? Als man uns verjagte, gab es kein Feuer. Es brannte nichts. Und als wir wiederkommen, ist das Gebäude völlig abgebrannt. Dieser Brand rechtfertigt den Einsatz der Nationalgarde. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Es schien damals eine Zeit großer Veränderungen zu sein, und ich als junger Mensch war dafür. Not necessarily what was manifested. Es änderte sich jedoch nichts, denn der Krieg ging ja auch weiter. Und immer mehr Menschen waren entsetzt. Gouverneur Reagan in Kalifornien sagte weniger als einen Monat vor den Schüssen in Kent State: Die protestierenden Studenten wollen beweisen, dass unser System nicht funktioniert. Wenn ein Blutbad nötig ist, dann sollten wir es hinter uns bringen. Ein paar Tage später wurde Vizepräsident Agnew gegen die Studenten ähnlich ausfällig. Und Präsident Nixon sagte am 1. Mai 1970, drei Tage vor dem Massaker hier: Die Studenten, die gegen den Krieg demonstrieren, sind Penner. Unser eigener Gouverneur hier in Ohio hielt am Vorabend der Schüsse die schlimmste Hetzrede überhaupt, verglich uns mit bewaffneten Banden und bezeichnete die Demonstranten als die gefährlichsten Kriminellen in ganz Amerika. Die Worte, die sie benutzten, schufen das Klima, in dem die Soldaten, als sie auf uns zielten, glaubten, sie schössen unamerikanische, unpatriotische Verräter nieder. Das war das Klima, das hier zu dem Massaker geführt hat. Auf Konfrontation eingestimmt, rückt die Nationalgarde am Mittag des 4. Mai gegen die Studenten vor. Alle wussten, dass es mittags eine Kundgebung geben sollte. Ich hatte mir die Kamera meines Mitbewohners ausgeliehen, um ein paar Fotos zu machen. Als es losging, machte ich ein paar Fotos von den Soldaten auf der Wiese. Dann wurde die Glocke geläutet und es wurden ein paar Reden gehalten. Irgendwann kam dann über Megafon der Befehl, die Versammlung aufzulösen.
Als das nicht geschah, schossen sie mit Tränengas. They shot tear gas. Ich war mittendrin. Ich war wütend und neugierig. Ich war dabei, als die Nationalgarde die Versammlung auflöste und geschlossen vorrückte. Ich bin dann wie alle anderen den Hügel hinaufgelaufen. Die Nationalgarde rückte über diese Wiese vor. Insgesamt 76 Soldaten von Truppe G und Kompanie A. Kompanie C ging da hinten entlang zu dem Gebäude und tat weiter nichts. Sie hat auch nicht geschossen. Aber Truppe G und Kompanie A kamen hier den Hügel hoch und trieben die Studenten vor sich her. Hunderte von Studenten rannten den Hügel hoch. Einige warfen die Tränengasgranaten zurück, aber die Soldaten marschierten weiter in diese Richtung. Ich lief mit den anderen auf den Hügel und auf der anderen Seite wieder hinunter auf den Parkplatz zu den Studenten, die die Soldaten mit Gegenständen bewarfen. Auch ich habe ein paar Steine geworfen. Ich habe dann aufgehört, weil ich nicht treffen konnte. Es bringt ja nichts, wenn man nicht treffen kann. Ich war wütend und die Soldaten waren ja auch wirklich weit weg. Die Nationalgarde scheuchte uns den Hügel hoch und die meisten Studenten rannten auf der anderen Seite hinunter zum Parkplatz. Die Soldaten kamen hinterher und marschierten dann auf die Footballwiese hinter dem braunen Wagen dort. Die Wiese war etwa 100 Meter lang und als die Soldaten ankamen, warfen die Studenten vom Parkplatz aus mit Steinen. Die Soldaten warfen sie zurück. Die Entfernung war einfach zu groß. Das Steinewerfen hörte auf. Da habe ich mich dann mit meiner schwarzen Fahne aufgebaut, habe die Soldaten angeschrien und beschimpft. Aber ich war über 80 Meter von ihnen entfernt, als das Foto gemacht wurde, und die Soldaten haben nicht geschossen. Sie hatten sich hingekniet, sie zielten auf mich mit dem Finger am Abzug, aber sie haben noch nicht geschossen. Sie marschierten wieder den Hügel hoch. Es sah aus wie ein Rückzug. Wir dachten, die ganze Konfrontation sei vorbei. Ich war auf dem Weg zur Vorlesung, überquerte den Fußweg auf der Höhe einer Skulptur, als sie wieder den Hügel hochkamen. Ich wollte schnell noch ein Foto machen und wartete bei der Skulptur. Als sie die Hügelkuppe erreichten, trat ich vor, und in dem Moment drehten sie sich plötzlich um und schossen. Ich war nahe bei den Soldaten, als sie anfingen zu schießen. Ich war in der Schusslinie, in der Menschen getötet wurden. Kugeln flogen mir um die Ohren. Ich rannte den Hügel runter, suchte Deckung am Fuße des Hügels hinter einem Auto. Ich brauchte lange, um da hinzukommen. Ich musste über Leute springen. Ich rannte einfach weiter. Ich habe mich nicht hingeworfen aus Angst, sie würden mich am Boden erwischen. Denn am Abend davor hatten sie mit Bajonetten auf Studenten eingestochen. This action during the shooting was filmed by a student cameraman. I heard the bullets whizzing past. Ich hörte die Kugeln an meinen Ohren vorbeizischen, und das klang nicht so wie im Fernsehen. Like television. It was
So hörte sich das an. Nicht so wie in den Cartoons der 50er Jahre, in den Wild-West-Filmen. So nicht. Das war echt. Ich rannte wie der Teufel. Ich wurde in die Brust getroffen. Es fühlte sich an wie ein Schlag mit dem Vorschlaghammer. Ich ging zu Boden und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Nach 13 Sekunden hörten die Schüsse auf. Ich sah mich um und sah meinen Freund Tom Grace verwundet etwa 3 Meter entfernt. Ein Schuss hatte seine Fußsohle weggerissen. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. Er war verzweifelt. Die Fußsohle war zerfetzt. Dann kamen noch andere Leute, um ihm zu helfen. Ich wusste, dass ich selbst ins Krankenhaus musste. Ich rannte in Richtung Parkplatz. Ich blute. Es tut sehr weh. Und was sehe ich? Mein Freund Jeff Miller, der hier tot am Boden liegt. Ich dachte, wie kann ein Mensch so viel Blut verlieren und noch leben? Es strömte aus seinem Kopf. Und mir war klar, dass ich da nichts mehr tun konnte. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich bleibe noch bei ihm, obwohl es mir unheimlich war. Ich wollte ihn nicht allein lassen. Und so I stayed for a little while. Als die Schüsse fielen, hörte ich, wie Leute riefen, um Gottes Willen, sie schießen mit scharfer Munition. Ich habe das erst nicht geglaubt, doch dann sah ich überall Menschen liegen, die angeschossen waren und von anderen versorgt wurden. Ich habe ein paar Fotos gemacht und ging zu der Stelle, wo Jeffrey Miller lag. Das Dramatische war, dass sich ein Strom von Blut über die Straße ergoss. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Das hat mich total schockiert. Totally caught me by surprise and shock. The FBI came to my house and interviewed me. Das FBI suchte mich zu Hause auf und vernahm mich. Sie zeigten mir Fotos und wollten auch meine Bilder sehen. Ich sagte, die habe ich nicht, die gehören Life Magazine. Daraufhin gingen die FBI-Agenten wieder und sagten, nun gut, dann genießen Sie Ihr Blutgeld, Mr. Ruffner. Und ich dachte, sind das widerliche Gestalten? Life Magazine wollte da nicht mit reingezogen werden. Ich bekam Abzüge meiner Fotos von Life. Und als das FBI wieder auftauchte, zeigte ich ihnen die Bilder. Ich war einfach der Meinung, dass in den Fotos die Wahrheit liegt und dass sie damit nichts würden anfangen können, außer es zugunsten der Studenten zu verwenden. Entfernung zwischen den Erschossenen und den Soldaten 80 bis 120 Meter. Sie blieben stehen, drehten sich um, hoben ihre Waffen, zielten auf die Studenten und drückten ab. Einige Soldaten von Truppe G drückten 8-mal ab und verschossen ihr Magazin in die Menge. Sie zielten nicht in die Luft, sie schossen nicht in die Erde. Sie standen hier und zielten direkt auf die unbewaffneten Studenten. Insgesamt drückten sie 67-mal ab.
and pulling the triggers 67 times. In der Schusslinie befindet sich auch der Student Dean Kaler. Die Kugel trifft ihn an Position F aus 100 Metern Entfernung in den Rücken. Bis heute ist er querschnittsgelähmt. My reactions to the whole incident and being exposed to death in that sense are that as a person who was shot, my initial responses were. Meine erste Reaktion, als ich angeschossen und mit dem Tod konfrontiert war, was geschieht hier? Warum ist mir das passiert? Wie soll es weitergehen? Werde ich überleben? Ich habe am Anfang nur an mich gedacht. Aber ein paar Minuten später sah ich dann die Gesichter der Studenten, die auf mich herabsahen. Und ich werde die Blicke nie vergessen. Sie waren entsetzt und schockiert, sahen mit Abscheu und Verzweiflung auf das, was gerade passiert war. Ich war für sie ein Symbol der Gewalt, die sich an dieser Universität abgespielt hatte. Obwohl ich angeschossen war, habe ich sehr schnell das Ausmaß dieses Horrors erfasst. Und es war mir sehr schnell klar, dass das für Schlagzeilen sorgen würde. Und dass die Hinterhältigkeit und das Fürchterliche, das man uns angetan hatte, ans Licht kommen würde. Robert Canterbury war hier bei den Soldaten. Er war hier, als der Schießbefehl gegeben wurde. Und unmittelbar nach den Schüssen begannen sie mit der Vertuschung. Glauben Sie, dass die Reaktion der Nationalgarde auf das Verhalten der Studenten gerechtfertigt war? Ob ich glaube, dass die Schüsse gerechtfertigt waren? Die Folgen, Sir. Wenn vier Menschen ihr Leben verlieren und neun verletzt werden, sind die Folgen nie gerechtfertigt. Aber ich glaube nicht, dass man die Sache so angehen kann. Ich glaube, man muss es so sehen, dass das Leben der Soldaten gefährdet war. Das ist die einzige Rechtfertigung. General Canterbury stand direkt hinter den Schützen. Als es nach dem Massaker eine Pressekonferenz gab, verbreitete der General drei große Lügen. Erstens sagte er, die Studenten hätten zuerst gefeuert. Das war eine Lüge. Die zweite Lüge war, die Studenten hätten Steine, Flaschen und alles Mögliche geworfen und so das Leben der Soldaten gefährdet. Die dritte Lüge, die Studenten wären dabei gewesen, die Soldaten zu überrennen. Und die Soldaten hätten schießen müssen, bevor die Studenten ihnen die Gewehre entrissen hätten. Das FBI stellte später fest, es gab keinen Heckenschützen. Der nächste Student war 20 Meter entfernt. Und das FBI kam zusammenfassend zu dem Ergebnis, das Leben der Soldaten war nicht gefährdet. Bereits in den ersten Abendnachrichten wird behauptet, auf die Nationalgarde sei zuerst geschossen worden. Vier Studenten, zwei davon weiblich, wurden erschossen. Mindestens ein weiteres Dutzend verwundet. Ein Adjutant des Generals erklärte, dass Heckenschützen auf die Soldaten geschossen und diese das Feuer erwidert hätten. Die regionale Abendzeitung vermeldet sogar den Tod von zwei Soldaten und einem Studenten. Obwohl zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war, dass ausschließlich Studenten getötet worden waren.
Um gegen die gezielt verbreiteten Unwahrheiten eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, dreht eine Gruppe von Dozenten und Filmstudenten spontan einen Dokumentarfilm, der Menschen in und um Kent nach ihrer Meinung zu den Schüssen an der Universität befragt. Wir sind hier in der Gegend herumgefahren und stellten fest, dass es viele falsche Vorstellungen von den Ereignissen gab. Eine Frau sagte zum Beispiel, und was ist mit all den Soldaten, die getötet wurden? Ich antwortete, es sind keine Soldaten getötet worden. Dann haben wir auch in Kent Leute befragt. Was halten Sie von den Schüssen? Waren sie gerechtfertigt? Ja, schade, dass nicht mehr getötet wurden. Wirklich? Wirklich. Mehr Studenten? Ja, sie waren gewarnt worden und hätten verschwinden sollen. Die Verletzten tun mir zwar leid, aber alle diese Studenten und Studentinnen sind sowieso keine richtigen Männer und Frauen. Wenn das nötig war, um sie zum Schweigen zu bringen, dann war es eben nötig. Wem geben Sie die Schuld? Der Nationalgarde und dem Gouverneur. Der Gouverneur hat Schuld. Gouverneur Rhodes? Richtig. Weil er den Marschbefehl gab. Die Nationalgarde hätte nie auftauchen dürfen. Wäre sie nicht aufgetaucht, hätte es diesen Ärger nicht gegeben. Wir haben einfach Menschen nach ihren Reaktionen auf die Schüsse in Kent befragt. Wir haben auch zwischendurch einige Fotos benutzt und Ausschnitte aus Radio- und Fernsehsendungen in den Film eingefügt. I was with Alison Krauss when she was shot and killed on Kent State campus. Ich war bei Alison Krauss, als sie erschossen wurde. Es war uns wichtig, bei der Kundgebung um 12 Uhr dabei zu sein, um die studentischen Aktionen ein bisschen besser zu organisieren als in den Tagen zuvor. Wir waren auch am Anfang dabei, als man uns befahl, die Versammlung aufzulösen. Es herrschte Ausnahmezustand, aber wir sind da geblieben. Genau an dieser Stelle wurde Alison Krauss getötet. Sie war über 100 Meter von den Soldaten entfernt, als die sich umdrehten und zu schießen begannen. Ihr Freund Barry Levine zog sie hier hinter einen geparkten Wagen. Alison war nicht schnell genug und die Kugel drang durch ihren linken Arm in den Brustkorb. Während der Schüsse hielt Barry sie hier in seinen Armen. Und als nach 13 Sekunden die Schüsse aufhörten, sagte sie zu Barry, ich bin getroffen worden. Das waren ihre letzten Worte. Er sah Blut an seinen Händen und in ihrem Gesicht. Er hielt sie eine halbe Stunde lang in seinen Armen, bis endlich der Krankenwagen kam. She felt they had to do this because there was no other way to express themselves. Sie dachte, sie müssten protestieren, weil sie sonst nicht gehört worden wären. She resented being called a bum. Sie wollte nicht Penner genannt werden, weil sie mit der Meinung anderer nicht übereinstimmte. Because she disagreed with someone else's opinion. Sie hielt den Krieg in Kambodscha für falsch. Ist das ein Verbrechen? Musste man sie deshalb umbringen? Ist dieses Land in einem solchen Zustand, dass ein junges Mädchen erschossen werden muss, weil sie die Handlungen ihrer Regierung ablehnt? Ich möchte, dass etwas geschieht und dass der Tod meiner Tochter, der anderen drei Toten und das Leiden der Verwundeten nicht umsonst waren. Der Kongress muss diesen Fall untersuchen. Wer hat den Einsatz scharfer Munition gegen Kinder befohlen? Und das auch noch durch eine übermüdete Nationalgarde. Und wer diesen Einsatz unterstützt hat, muss der Kongress herausfinden. Und warum können sich unsere Kinder nicht frei äußern? Er war natürlich sehr mutlos und verärgert über alles und erzählte mir sehr merkwürdige Geschichten, die er in Washington erlebt hatte. Er war ja oft dort und wollte unbedingt Gehör finden, denn schließlich war seine Tochter erschossen worden. Bis ihn dann irgendwann jemand fragte, was sollen wir tun, damit sie den Mund halten?
wie viel Geld wollen Sie haben? Er geriet darüber vollkommen außer sich. Und ich auch, als ich das erfuhr. An dieser Stelle, ungefähr 120 Meter von den Soldaten entfernt, wurde Sandy Scheuer erschossen. Sie war auf dem Weg zur Vorlesung. Sie gehörte nicht zu den Demonstranten. Sie hatte ihre Bücher unter dem Arm, als jemand ihr zurief: Warte, Sandy, ich komm mit. Als Sandy sich umdrehte, traf sie die Kugel aus 120 Metern Entfernung direkt in den Hals. Sie trat hier in dieser Seite ein und an der anderen wieder aus. Sie war innerhalb einer Minute tot und verblutete an dieser Stelle. Was für eine Ironie. Ihr Vater war aus Nazi-Deutschland geflüchtet. Dass so etwas möglich ist, Menschen einfach so abzuknallen, wie damals in Europa oder in Russland unter dem Zaren. Dass so etwas in Amerika geschehen kann, liegt jenseits meiner Vorstellungskraft. Wenn ich heute jung wäre, würde ich keine Kinder wollen. Sie werden doch nur in den Krieg geschickt oder umgebracht, wie es hier geschehen ist. Die Beerdigungen der getöteten Studenten werden zu Demonstrationen für das Ende des Vietnamkrieges. Endgültig geht der Tod der vier Studenten von Ohio mit einem Song in die Geschichte ein. Neil Young, schon damals einer der berühmtesten Musiker Nordamerikas, schreibt angesichts der Bilder in den Abendnachrichten spontan ein Lied.